Okay. Hallo YouTube, willkommen zu Shining Race Kingdom Hearts 2 Remix, Final Mix, Randomizer, die dritte. Ein Unentschieden war ja, weil wir das einmal nicht beenden konnten. Dadurch haben wir jetzt, oder ein Win geht natürlich auf Shining's Kappe, ja, die da. Und jetzt ist das dritte Mal dran, ja. Ihr kennt den ganzen Kram, geht aber, ups. Zu früh einmal. Ihr kennt den ganzen Kram, ne? Muss ich euch erklären, wie der Randomizer funktioniert? Gibt's ja ups. Kannst du jetzt starten? Ohne meine Aufnahme. Sorry, YouTube. Ja, yeah. Shining Race. Oh my darkness. Ja, wir bekämpfen jetzt Shining. Ihr könnt da auch wetten, wer gewinnt. Fully oder Shining. Muss ich euch den Randomizer nochmal erklären. Gibt's ja alle, die ihn kennen. Will jemand nochmal eine eigentliche Einführung haben, wie das genau abläuft? Oder denkt ihr euch so, nö, nö, ist okay, Fully. Wenn irgendjemand möchte, schämt euch nicht zu fragen. Ich erkläre euch gerne, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch denkt, okay, wie zum Fick funktioniert überhaupt ein Randomizer in Kingdom Hearts? Fragt ruhig. Ich erkläre euch das gerne. Wir müssen das jetzt hier nur... Oh! Wir können Winnie Pooh sofort doppelt machen. Wir müssen das jetzt ja nur drei Items finden und können dann sofort zum Final Boss gehen. Und das ist das, was ich tun muss, ja. Ich habe einen Tracker für mich, womit ich viel arbeiten kann. Und es wird super. Lifesplit ist bei mir gefreezed. Diesmal mit, bei 5 Minuten 50 Sekunden, okay. Was ist ein Königreich Herz? Ein Königreich Herz. Okay, es gibt viele Interpretationen in der Lore von Kingdom Hearts. Es gibt aber das, was halt Xehanort hauptsächlich gesucht hat. Was wahrscheinlich das wahre Kingdom Hearts ist. By the way, banger Song, Chat. Chat, können wir ein bisschen Vibes hier bekommen? Das ist City Pop, worauf ich stehe, Mann. Let's fucking go. Was banger. Ja, wir raiden Essence ja alle möglichen Kisten überall. Und wir versuchen einfach nur ganz schnell die wichtigsten Items zu finden, die ich brauche. Oh, das ist so ein guter Song. Ich mag den. Oh. Oh, Agrabah 3 Checks. Okay, nice to... Gut zu wissen. Ado hat das beim Konzert gesungen. Echt? Es gibt eine Ado-Version davon oder ist es einfach nur ein Cool-Song, den man einfach so performen darf? Oder wie Shiny mit Fully den Boden wischt. Hallo, warum verbrennst du jetzt dein Geld auch noch, Kari? Was soll das denn? Hast du alles auf Shining gesetzt? Oh mein Gott. Ich dachte, Kari, du wärst meine größte Supporterin. Was wird das hier? But Kingdom Hearts is light. Ja, essentiell ist Kingdom Hearts Light. Aber du hast zum Beispiel auch die malefizische Interpretation. Und die malefizische Interpretation sagt, ich möchte ein Dominion haben. Ich will ein Königreich, ein Reich haben, ja. Was als Herz aller Königreiche, aller Welten fungiert. Und das ist mein Kingdom Hearts. Das ist wirklich ihre Interpretation. Das ist alles, was sie will. Sie will den Namen mehr als alles andere. Oh, scheiße. Jungs, können wir mal bitte ein paar Herzos erledigen? Bevor ich sterbe? Mach die kaputt, dankeschön. Oh Gott. Ich bin hier immer ein bisschen am Level-Up farmen. Ich hole mir ganz gerne so ein paar, weil das sehr, sehr schnell immer geht. Das ist ganz nice. Denke, weil es so bekannt ist, aber ihre Version war auch richtig gut. Die ganze Halle hat so gevibed. Ist doch nice. Ja, wahrscheinlich, weil es bekannt ist, ne? Vielleicht hatte sie auch die... Ich gehe mal davon aus, sie hatte die auf für... Auf für? Nee. Performerrechte. Sagen wir Performerrechte, ja. Oh, da ist das ganz anders bei Musik als bei einer... Oh, wir haben Reflekt, let's go, als bei einer Zaubershow. Okay, seht ihr das kleine Symbol neben Sora? Das heißt, wir haben ein wichtiges Item bei Soras Level-Ups gefunden. Und genauso sieht das jetzt in Zukunft auch weiterhin aus. Oh, 5000 Shining, bitte enttäuscht mich nicht. Leute, hallo, gar kein Vertrauen in Füller? Habt ihr gar keinen Glauben mehr in mich, dass ich gewinnen könnte? Denkt dran, den ersten Run habe ich fast gewonnen. Gestern habe ich fast gewonnen. Und beim zweiten Run gegen Shining war es auch knapp. Ja? No? Wow. Es ist ja nie so, als hätte ich auch haushoch verloren. Es wurde von Anselm ein künstliches Kingdom Hearts erschaffen. Also, wie das zählt jetzt, zählen mit Licht und Dunkelheit, ist das so, naja, wie meinst du das? Also es gibt, wie gesagt, mehrere Arten von Kingdom Hearts. Es gibt ja auch das Herz aller Welten. Das ist ein Kingdom Hearts, was aber die Tür zur Dunkelheit natürlich darstellt, ne? Wir kennen das. Ist aber natürlich auch nur ein Haufen Licht. Dann gibt es, hier, sag schnell. Das Herz aus Menschen, die ganze Ansammlung, das ist ein Kingdom Hearts, was Xemnas gemacht hat. Das war auch nicht das echte. Und das ganze Ding mit der Keyblade, ja. Wo du halt aber ein bisschen Darkness für brauchst, um es auch zu holen. Du brauchst halt 7 Teile von Licht und 13 Teile von Darkness und damit kriegst du dann dieses Kingdom Hearts. Fire, let's fucking go. Hey Käse, was geht? Fast gewinnen ist aber nicht gewinnen. Aber das, ich meine, ich finde, das zählt. Okay, pass auf. Das stimmt. Fast gewinnen ist nicht gewinnen. Vollkommen richtig, ja? Ihr habt recht. Aber, hey, was geht ab, Varuna? Kingdom Hearts.
Ja, vollkommen recht, ja. Aber eine Sache ist definitiv klar. Wenn es knapp ist, dann ist das ja mal ein Element, das bedeutet, hey, der Füller hatte eigentlich ordentliches Gewinnerpotenzial. Es war ja möglich, dass er gewinnen konnte. Es war ja knapp. So, wir haben noch einen Check. Okay, Land of Dragons hat 4 Important Checks. Alles klar. Schön, dass ich mal... Oh, wir haben Thunder. Schön, dass ich mal die Anthem Reports früh bekomme. Wir wollen das Lied hören. Ja, halt doch die Schnauze. Hör du doch auf zu reden. Noch eine Torn Page. Was ist hier los? Alle Winnie Pooh Pages hier. Oh, sehe ich da einen One Piece Song? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Dankeschön. Oh, diese Bomben immer. Oh, dich explodieren in mein Gesicht. Dankeschön. So, ich glaube, wir haben alle hier, ne? Schauen wir mal nach. Knapp daneben ist auch vorbei. Was wäre, wenn sie nur ausreden? Ah, das ist so fies. Das ist so fies. Ah, ja, mir fehlt nur noch eins. Das ist ein Banger. So, Refleck ist hier falsch. Ich will Refleck nämlich eigentlich hier haben. Und Thunder will ich auf B. Thunder kommt auf B. Aber schön, dass ich erstmal sehr wichtige Spells bekommen habe. Nice. Let's go. 24 bei dir, Magie. Ach du Scheiße, 24 magischer Angriff. Und nur 9 physisch? What the fuck? Was ist überhaupt gerade... Was ist überhaupt mein Keyblade? Mein Lieblingscharakter in Kingdom Hearts. Das ist, oh, wollt ihr raten? Ich kann auch mal Chat raten lassen, ja? Chat, habt ihr Lust zu raten, wer mein Lieblingscharakter in Kingdom Hearts ist? Ich hab's schon mal erwähnt, also ihr könntet drauf kommen, theoretisch, ja? Ich denke, das wäre vielleicht ein kleines lustiges Spielchen, ja? Namene, Namene. Roxas, es ist Roxas. Oh, ich habe gar nicht dran gedacht, dass ihr Namene sagen könntet, aber ja, das ergibt auch Sinn. Ich mag Namene aber auch sehr. Sie ist so underappreciated, die Arme. Was geht ab, Chicago? I'm so confusing. Is that song now in? Wie, was ist jetzt drin? Wer ist drin? Wann ist drin? Warum ist drin? Was ist überhaupt drin? Was redet Chicago da? Hallo, Chat, erklärt mal. Bei dir ist auch Roxas. Roxas ist ja auch ein cooler Charakter, ne? Ich mag Roxas sehr gerne. Oh. Oh, was zum Fick? Proof of Peace? What? What? Okay, wir haben unseren ersten Proof. Fuck. Ich denke mir auch gerade so. Was? Was? Promise Charm? What the fuck is... All of Best Schneifer am Gönnen. Chat, was zur Fick? What? Ich habe auch keine Ahnung. Und zählen nur noch 2 der 4 Items. Wir haben sogar das optionale Item bekommen. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich meine, jetzt könnte es auch bedeuten, dass wir voll lange brauchen. Aber was ist hier gerade los? Was soll das denn? Ich meine, ich gehe hier nur ganz standard die Route lang. Ja, du bist gerade kein Subshikaken. Es tut mir leid. Deswegen, das ist das Ding. Und was geht ab, Fiedel? Wunderschönen guten Abend, Mann. Alles gut bei dir? Idiot, ey, nenn ihn nicht Idiot, das ist fies, ja. Aber hey, seht ihr das kleine Krönchen? Süß, oder? Süß, süß, süß. Power Boost sofort auf Sora. Wir haben nämlich echt nicht viel physische, Werte. 10 Angriff, puh, ganz schön schwach, Mann. What? Es wird entweder die mieseste Durchstrecke ever sein oder ein sehr schneller Run. Es könnte ein sehr schneller... Ich meine, es ist random, wir wissen es nicht, ne? Wer weiß, wo jetzt der letzte Proof ist. Der könnte in Pirate 2... Der könnte in Space Paranoid 2 sein, so viel ich weiß, ja? Ja, du warst ja auch früh, oder? So früh die wichtigsten Items zu finden, ist schon ein bisschen insane. Ja, finde ich auch. So. Hallo, hör doch mal auf hier. Geht weg. Und by the way, ich finde schön, dass auch Varu hier ist. Der hat sich gerade mit der Kingdom Hearts Lore befasst und hat ganz viele Fragen gestellt. Fand ich ganz cool. Ich freue mich immer, wenn Leute Fragen zu Kingdom Hearts stellen und nicht sagen, Kingdom Hearts ergibt keinen Sinn. Das ist alles nur dumm. Oh, bei irgendwas mit 10 Minuten oder so war ich da. Ja, okay, ich bin ein bisschen früher hingegangen, einfach weil ich mir dachte, hey, ich habe in letzter Zeit so selten Hollow Bastion den Anfang gemacht und das ein bisschen bereut, ja. Ich gehe über jetzt ein bisschen peu à peu rein und greife erstmal die größten, easiesten, leichtesten Items alle ab, ja? Wir nehmen mal all die Easy Mode, alle die Baby Mode Items mit. Die Erfahrung der letzten paar Runs macht mir Angst.
Die letzten paar Runs waren ein bisschen mehr cursed, was meine Erfahrungen anging, ja. Die Story von Kingdom Hearts ergibt Sinn, aber in mehreren Spiele aufgeteilt. Ja, auch in sich geschlossen, aber es ist halt natürlich, Kingdom Hearts ist so, oh, Feuer, nice, oh, Ribbon. Kingdom Hearts ist natürlich so eine Story und so eine Spielreihe, du musst dich mit ihr beschäftigen wollen, ja. Du musst dich mit ihr beschäftigen wollen und viele Leute, die die Reihe immer kritisieren, wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen und setzen sich da einfach nur hin und sagen, ja, ist dumm, ist scheiße, was ein Schwachsinn. Und das finde ich immer sehr traurig, das finde ich immer sehr doof. Und was geht ab, T-Rex, na? Kingdom Hearts ergibt keinen Sinn, ist also nur dumm. Hallo, hallo, so gemein. Wie fändest du, wenn Kingdom Hearts 4 Star Wars oder Marvel vorkommt? Keine Ahnung, ich weiß auch überhaupt nicht, ob das kommen wird, so. Ich meine, Leute sagen das immer, oh, wäre das nicht eine Möglichkeit? Ja, irgendwie schon, aber... Übrigens, mal ein anderes Keyblade. Ein ganz anderes Keyblade, weil Werte sind gut. Und jetzt haben wir viel mehr physischen Angriff. Ich habe jetzt die erste Hälfte von Union Cross Cutscenes und dem Film geguckt. Oh, nice, nice. Ja, Twilight Town ist sie nicht. Big Hero 6 ist Marvel, das stimmt, das stimmt. Also technisch gesehen schon, aber nicht das Marvel, was Leute meinen. Kingdom Hearts Live Action? Oh, warum sollte man? Warum sollte man das tun? So, Twilight Town habe ich hier... Ne, habe ich nie ignoriert. Aber Simulated Twilight Town ignoriere ich immer, ne? Ah, der nette Square, ein erfolgreiches Marvel-Game. Waren die beide, die sie gemacht haben, nicht so erfolgreich? Waren die alle schlecht? Oder unerfolgreich eher? Was würdest du von Family Guy halten? Soll ich dir in die Magengrube boxen? Beantworte das deine Frage. Ich mache nur Spaß, war alles gut, alles gut. Nein, bitte, um Gottes Willen, Mann. Kein fucking Family Guy. Ich will da echt nicht Peter Griffin sehen. Also in Fortnite finde ich es lustig, aber jedes Mal, wenn ich einen fucking Peter Griffin sehe, der mich erschießt, sitze ich da und denke mir so, du Haufen Scheiße. Oh, bitte nicht, ja. Guardians war super, hat sich nur wegen dem Shit Avengers nicht verkauft. Oh, echt? Oh, mies, mies, mies. So. Wo haben wir da? Da haben wir eine Truhe. Gib mal her, du Truhe. Komm. Geht gut Füller? Wie geht gut Füller? Was stimmt jetzt gerade an meinem Gameplay nicht? Was ist hier? Was ist hier falsch? Was ist hier falsch? Was mache ich hier? Was? Oh. Finde Nemo als Kingdom Hearts Welt. Ja, das wäre süß. Finde Nemo wäre passend und irgendwie ganz süß und oh mein Gott, Finde Nemo für Kingdom Hearts 4 würde thematisch gut passen, wenn wir Stories einbauen, wenn es darum geht, zum Beispiel was zu finden, was zu suchen, Zora zu finden, ne? Ist ja sowieso öfter mal ein Theme in Kingdom Hearts gewesen, Dinge zu suchen und zu finden, aber vor allem in dem Fall, weil Zora ist ja wirklich... Oh, Explosion, nein! Nice! Ist ja wirklich quasi weg. Findet Zora. Ja, essentiell genau das. Klingt zwar natürlich jetzt erstmal sehr lustig, aber... Jetzt mal ganz im Ernst, das wäre passend, oder nicht? Am Ende trifft Zora einfach auf Deadpool. Okay, wisst ihr was? Deadpool ist zwar... Gibt es, sag ich mal... Wie drücke ich das aus? Oh, Blizzard. Kinderfreundlichere Version von Deadpool. Also Deadpool-Version, die nicht ganz so diesen Edge haben, den Deadpool normalerweise hat, ja. Bisschen runtergedumpter, bisschen harmloser. Gibt es solche Versionen von Deadpool? Nein. Ja, weil dann würde es nicht passen, dann sehe ich es nicht. Aber wenn so etwas existieren würde, würde ich sagen, Deadpool könnte funktionieren. Aber wisst ihr, im Moment, Team Titans, sind die DC oder Marvel-Chat? Hey, Nirioto, doch, gibt es? Gibt es? Gibt sowas? Doch, gibt es? Ja, wenn du sowas hast, ne, sag ich mal, echt eine kinderfreundliche, ist DC, okay, dann never mind. Wenn du so eine kinderfreundlichere Version von Deadpool hättest, dann kann ich durchaus das funktionierend sehen, ja. Wenn er so ein bisschen goofy, ein bisschen lustig, ein bisschen wacky ist, dann Deadpool wäre schon machbar, I guess, ja. Es gibt doch Spider-Man-Serie. Ja, Spider-Man von allen Marvel-Sachen, die mir so einfallen. Spider-Man würde auch sehr gut, vor allem die Spider-Verse-Version und sowas, ne? Ich denke, der ganze Vibe würde sehr, 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 sehr gut in Kingdom Hearts passen. Das fühlt sich ja dann auch wieder so ein bisschen wie Big Hero 6 an, ne? Also, das ist irgendwie so ungefähr das gleiche Feeling, ein bisschen lockerer, nicht ganz so Edge-mäßig oder tot ernst oder sogar... Oh, Magnet, was ist hier los? Was ist hier los? What the fuck? Was für ein Proof of Connection? Hä? Deadpool ist alles, aber nicht DC. Chat redet Quatsch. Wir reden von Teen Titans. Ich weiß, es war nie die Frage, was Deadpool ist. Die Frage war, ist Teen Titans, sind die DC oder Marvel? Das wusste ich nicht, ja.
Fuck you, Bullshit, the fuck are you doing? Ich geh nur ganz normal Zeug ab. Ich war auch baff, dass alles so früh kam. Ich geh doch nur ganz normal meinen Kram ab. Es ist ganz Routine, Chat, ja? Ah, Miss, sorry? Ja, ja, also da hast du was ganz falsch verstanden. Nee. Da war was Längeres mit einem 5-Stunden-Video. Kann die Person, ich weiß gar nicht, wer das da gepostet hat, kannst du... Oh Gott, ja, okay. Kannst du es wieder nochmal schreiben? Bleb, was geht? Und eine Runde Bleb für Bleb? Danke dir für 39 Monate Treue. Dankeschön, Bleb beim Adel. Außerdem habe ich jetzt die Lust, Organisation 13-Bosse zu bekämpfen, nachdem ich meinem Freund dabei zugeguckt habe, wie er sie in Kingdom Hearts 2 bekämpft hat. Hab ich jetzt Lust oder hast du keine Lust? Klang's nicht so ein bisschen, als ob dein Freund das irgendwie alles kacke fand? Also eine kinderfreundlichere Version von Deadpool gibt es in Ultimate Spider-Man. Ja, da hast du mich auch, wie gesagt, auf Spider-Man gebracht. Ich denke, Spider-Man könnte... Oder warst du das? Ne, es war jemand anders, ne? Ich denke, Spider-Man würde sich sehr gut in Kingdom Hearts auch wohlfühlen. Aber ne, seht ihr gerade? Merkt ihr das gerade? Achso, okay. Wenn wir so ein bisschen, gerade drüber reden, was für Marvel-Properties da reingehen... Marvel wäre gar nicht so dumm vielleicht. Mario schrieb, ich denke, ich werde versuchen, Kingdom Hearts 3 demnächst selbst zu spielen. Das war ja jetzt das einzige Spiel, das nicht in der Zusammenfassung war. Und das Einzige, was ich von dem Spiel weiß, aus dem Stream vor viel Jahren in dem 5-Stunden-Video von dem Hater. Ach so. Ja, viel Spaß, Mann. Und Illyria Chikanken, Gifts abgeschenkt. Vielen lieben Dank, Mann. Dankeschön. Ich will kein Marvel in Kingdom Hearts. So anti, so dagegen. My brother from another mother. By the way, uns fehlt nur noch ein einziges Item und es könnte theoretisch ja überall drin sein. Ich denke, wir können Land of Dragons als nächstes machen, ja? Ich glaube, wir machen Land of Dragons als nächstes. Da sind 6 Checks, die wir easy mitnehmen können. Rein da. Data fights critical or no balls? Kingdom Hearts 3 auf critical, boah, das ist ein New Game, das ist ein reines New Game Plus Ding. Also ganz ehrlich, nee. Dark Knight Wolf, danke dir für 66 Monate Treue. Hochadel, dankeschön, wie geht's dir stets, na? Ja, natürlich für Konsole bekommst du es sehr günstig, das ist wahr. Nico Blackwell gegeneinander? Ja. Am Ende gibt es auch wieder nur die Uncanny-Version von den Marvel-Helden in Kingdom Hearts, besser nicht. Die Uncanny-Version? Was für Uncanny-Version? Er mochte sie und deshalb will ich sehen, was ich davon halte. Boah, eigentlich müssten wir genau deswegen in dem Run mal Salden haben, ne? Ich habe die World at Never Wars immer rausgenommen, weil ich... es manchmal sehr träge finde, Sigmar zu bekämpfen. oder Rox, das kann auch ganz schön schwer sein manchmal, ja? Halt nicht die Schauspieler. Nee, deswegen habe ich ja von Spider-Man, von Into the Spider-Verse geredet, ja? Die Spider-Verse-Version, das meine ich, ja? Das würde viel besser passen vom Stil her. Wie nannte man diese eine Höhle nochmal aus der Link to the Past, Rando? Meinst du Hype Cave oder meinst du die Hookshot Cave oder die Paradox Cave oder welche Cave genau meinst du? von welcher reden wir? Okay, Twilight Town war ein bisschen insane. Ja komm, wir machen Pride Lands, ne? Löwenzora-Zeit, let's go, rein da! Spielen Marv gerade Dual Destinies? Apropos, hast du jemals DLC-Fall gespielt? Der ist super, ne, hab ich nicht. Ich habe damals kein DLC gekauft in Dual Destinies oder sonstiges. Der einzige Extra-Fall, den ich gespielt habe, war halt der eine da. Ja, ihr wisst, welchen ich meine. Oh Gott. Ich habe Magnet nicht ausgerüstet. Ich, Dummkopf. Und habe gedacht, ich könnte Magnet benutzen. Hoppala. Da. Und dann machen wir hier da Magnet rein. Und das ist viel besser. Dankeschön. Du hast mir ja nur alle die Openings am Stück verboten, oder? Ja, ich meine, was heißt verboten? Ich meinte einfach nur, komm schon. Es ist jetzt echt oft gewesen. Es reicht langsam halt einen gewissen Punkt, ja. Sind die Data Replays, oder wie das heißt, von Organisation 13 Mitglieder in Kingdom Hearts 3 schwerer oder einfacher in 2? Viel schwerer in meinen Augen. Viel, viel schwerer. Das ist meine Ansicht. Ich weiß nicht, was Chat sonst so sagt, aber ich finde die bockenschwer. Halleluja. Aber witzigerweise, bei beiden fand ich Luxord am leichtesten mit Abstand. Scheiß Hater. Luxord und Sigmar waren in beiden Versionen, witzigerweise, die leichtesten. Hallo, hör auf mich zu erledigen. Ja, was heißt, Hater, ne? Es wurde einfach nur irgendwann ganz schön nervig. Immer wieder die gleichen Songs und es war so lang und... Komm. Komm, es muss nicht immer dasselbe sein, ja? Darum ging es mir nur. Was sind die schwersten? In Kingdom Hearts 2 würde ich sagen Roxas und natürlich auch Xemnas. Xemnas fand ich auch kackenschwer.
in 2. Und ich denke mal, wenn wir Yozoran rausnehmen in Dingens... Shion? Shion ist sehr schwer, ne? Oder? Ich habe immer das Gefühl, Leute haben sehr hart auch von abgesehen von Yozora an Shion gehangen, oder? Breadbug hatte ich auch satt. Ja. Shion ist hart in Remind. Ja, genau, das meine ich ja. Sehr Nord. Sehr Nord Base auch? Okay. Wie gesagt, ich habe den nicht so sehr versucht oder so weit gemacht. Irgendwo habe ich einen übersehen. Mann, geht doch weg! Ich bin viel zu früh eigentlich in Pride Lands. Pride Lands hat so viele Truhen. Aber deswegen gehe ich hier eigentlich immer ein bisschen später rein, ja? Das ist immer genau das Problem. Oh, au! Bitte töte mich nicht. Da ist die Truhe, da ist die Truhe. Die habe ich übersehen. Lass mich einfach raus. Lass mich bitte raus. Das ist nur eine Medal. Bitte lass mich gehen. Bitte. Bitte schön. Ich will nur durchrennen. Dankeschön. Wie viele Final Fantasies gibt es, wenn man die ganzen Ablegerspiele mitzählt? Ja. Irgendwo steht das geschrieben. Das kannst du ganz leicht googeln. Ich will auch nicht immer der Typ sein, der sagt, oh, Google ist dein Freund, aber, you know. Roxas jetzt in Kingdom Hearts 2 oder 3? Beides. Warte mal, gibt es einen Data-Fight von Roxas eigentlich in 3? Nee, oder? Roxas hatte kein... Hatte Roxas einen Data-Fight in 3? Nee. Aber in 2 war er schwer. In 2. Nee. Ja, in 2. Aber der schwerste Kampf ist eigentlich Terra. Also Lingering Will. Der ist sehr hart. Ich bin auch Malusha fucking schwer hier. Obwohl Malusha geht. Wenn du Level 99 bist, ist der Kampf viel leichter. Hm. Aber Malusha finde ich auch richtig hart, ey. Ja, da stattdessen dann Shion, ne? Ja, ja. Für mich ist das so ein Vibe-Song. Ist auch ein Vibe-Song, ja? Liebe das Drift mit Löwenzora. Es ist auch super cool, ja. Wie viele Final Fantasy Teile? 10. Mehr als 10, ja. Malusha ist hot. Darf schwer sein. Okay. Ich dachte übrigens wegen dem Nobody-Ding ganz kurz. Habe ich noch einen Proof gefunden? Sind wir fertig mit dem Rando? Schnellster Rando ever in 20 Minuten. Oh. So. Komm schon, weg mit dir. Und weg. Ah, weg mit dir. Ich muss den Gegner tatsächlich erledigen. Ich brauche ein paar Level-Ups, Mann. Ich brauche dringend ein paar Level-Ups. So, scheiße. Nein, bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Danke. Oh Gott. Ich habe auch keine Heilung. Mann! Fuck. Welcher Final Fantasy Character ist dein Favorit? Also von allen Spielen. Boah. Das ist eine große Frage. Das ist eine schwierige Frage. Welcher Final Fantasy Character von allen Spielen ist mein Favorite? Tifa. das ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann mich pro Spiel viel besser drauf beschränken, ja? Als allgemein, glaube ich. Allgemein ist die Frage sehr schwer, ja? 18 Hauptteile? Ich glaube sogar noch mehr, oder? Hat sich sogar mehr? Ja. Ich meine, 13 haben wir 3, 10 haben wir 2, 4 haben wir 2, 7 haben wir 5? Nee, doch, mit Spiel. Doch, irgendwie 5 oder so, ne? Es bestehen eigentlich 4, ja. Final Fantasy 7 schon tiefer, oder? Mein Lieblingscharakter. Yo, Tonprinz, sag die für 8 Monate treu. Dankeschön, bleib beim Adel. Ich meine, ich mag Tifa sehr. Aber ich denke, es ist Cloud. Einfach weil Cloud ein sehr gut geschriebener Charakter ist. Cloud ist schon ein sehr gut geschriebener Charakter. In 7. Ich meine, Leute denken immer, oh nein, Cloud ist voll edgy Emo-Typ, aber das ist ja auch nicht wahr. Das macht mich immer so traurig. Gilgamesh, Kefka, Vivi, Zidane. Ja, die mag ich natürlich auch. Also es gibt viele Charakter, die ich mag, natürlich. Es ist deswegen so schwierig. Cloud Best Boy. Cloud ist schon, wie gesagt, sehr, sehr gut geschrieben. Nein, er ist gar nicht Emo. Oh, shit. Wir haben Cure bekommen. Nice. Darf ich mich bitte jetzt heilen? Darf ich mich bitte jetzt heilen? Ah, Cure drauf. Dankeschön. Hab jetzt Heilung. Geilo. Keine Fantasy-Fans? Meine Fantasy... Oh. Ich habe letztens mal herausgefunden, meine ganze Idee mit, wie viele Leute haben wirklich Final Fantasy 7 gespielt und sind dann in die Reihe gekommen.
ist sehr viel mehr based, als ich dachte. Nämlich, wenn du nachschaust, wenn du so, oh mein Gott, ich wurde wieder zerlegt. Wenn du mal so Surveys siehst oder einfach nur Fragen, Umfragen, sonstige Sachen, Kommentare. Viele Leute sagen, sie haben mit Advent Children angefangen. This is the worst place to start. Advent Children sollte man wirklich nicht gucken. Oder was heißt nicht gucken? Advent Children ist halt ganz cool. Aber du solltest so tun, als wär's nicht canon am besten. Dein erstes Final Fantasy war 14. Ja, nice. For fuck's sake. Ich meine, Advent Children ergibt gar keinen Belang. Also, es tut mir leid. Egal, wie man Advent Children mag. Es ergibt gar keinen Sinn. Es ergibt gar nichts in Advent Children. Ergibt Sinn. Es ist alles so ein kolossaler Blödsinn. Was zum Fick ist überhaupt Geostigma? Für mich war halt auch Kingdom Hearts 2 Assassin's Creed oder AC? Was ist AC? Achso, Advent Children! Und OG Final Fantasy 7. Ja, ich habe Advent Children damals auch gesehen, aber dann habe ich OG 7 gespielt und dann mir so, hä? Advent Children ergibt ja gar keinen Sinn, was? Was ist denn da passiert? Ich war so verwirrt. Ich habe es dann nämlich sogar nochmal geschaut und dann, oh, jetzt verstehe ich viel mehr. Nein, ich war so confused. Ich war maximal confusion. Oh, warte mal, wir sind fertig hier. Final Fantasy 8 ist auch sehr gut von der Story, ja. Ein paar Problemchen, aber ich denke vor allem Squalls Character Writing ist so gut. Squall hat einen so guten geschriebenen Charakter. Sehr, sehr stark. Was ist, wenn man mit Last Order angefangen hat? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Last Order ist. Was geht ab, Ench? Na, alles gut. Bei dir? Da ist ja nur einer wach. Ja. Ich meine, es ist jetzt 10 Uhr. Ist jetzt nicht so spät, du. Ja, der Remix ist schon nice. Ich mag den sehr gerade. Was ist das schlimmste Final Fantasy Spiel ever? Crisis Core. Oder? Ja. 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 Oder 10-2. Sucht's euch aus. Crisis Core oder 10-2. Pick your poison. Wenn ihr Crisis Core nicht akzeptieren wollt, nehmt ihr 10-2. Wenn ihr 10-2 nicht akzeptieren wollt, nehmt ihr Crisis Core, ja? Oh. Sucht es euch aus. Pick your poison, Chat. 10-2. Mein erstes Final Fantasy war Teil 1. Ich habe alle gespielt aus 16. Ja, nice. Und was magst du am meisten? 13? Nee, 13 ist nicht fast so schlimm wie 10-2 oder Crisis Core. Nicht mal ansatzweise. In meinen Augen. Man lebt hier, nachdem ich pünktlich zu Ostern sehen durfte, dass jemand in meinen Keller eingebrochen ist und selbst wohl... Ach du Scheiße. Warte mal, in deinen Keller? Nur in den Keller? Na, immer... Ich meine, ich will es nicht runterspielen, aber... Ich denke immer noch besser, als in die Wohnung einzubrennen, aber trotzdem absolut scheiße, Mann. Konntest du irgendwie was machen? Wahrscheinlich nur Anzeige gegen Unbekannt oder so, ne? Ach, Mann, das tut mir echt leid zu hören. Klingt ja richtig ätzend. Und wenn man beide nicht nehmen will, ja, dann habe ich keine Ahnung mehr. Dann bin ich lost. Gott macht mich 10-2 fertig. Warum mussten sie das gute Kampfsystem von 10 ignorieren? Ich weiß es nicht. Warum mussten sie die Story ignorieren? Was ist mit Yuna kaputt gegangen plötzlich? Was ist mit dem Theme von 10 kaputt gegangen? Vor allem, ich will nicht spoilern, ja? Ich nehme nichts vorweg. Das ganze Theme, so ein ganz großes Ding in 10 ist, dass du Tod akzeptierst und einfach akzeptierst, dass diese Leute gehen müssen, wenn sie tot sind, ja? Abschiede sind halt da. Du kannst nicht für immer leben. Du kannst dich nicht für immer an die gleichen Sachen klammern. Du musst loslassen. Ganz großes Ding in 10. Loslassen. Ratet mal, worum es in 10-2 geht. Wie wäre es, wenn wir nach einer Person suchen, die ich eigentlich loslassen sollte? So ein Quatsch, ey. Einfach Final Fantasy 11 haten? Hat eh keiner gespielt? Nö. Ich hab's nicht gespielt und ich denke, es wäre sehr unfair, so erfolgreiches MMO. Vor allem, 11 ist ein voll erfolgreiches MMO auch gewesen, ne? Und immer noch. Leute spielen es immer noch. Dürft ihr nicht vergessen. Da einfach zu sagen, ist kacke und ich hab's nie gespielt, ist halt sehr unfair. Das, nee. Das ist nicht die Füllersche Art.
Ja, gegen Unbekannt und zurück nichts geklaut, aber super weird. Ach du Kacke. Mann, das tut mir echt leid zu hören. Das ganz große Ding Final Fantasy 7 und deswegen finde ich ja den das Remake so schlimm, dass du auf einmal alle retten kannst. Ja, Remake 1 fand ich noch gar nicht so wild. Aber ich habe nur ein paar Snippets von Rebirth gehört, wo ich mir auch selber erstmal ein Bild machen muss, bevor ich darüber urteile. Ganz wichtig, ich muss selbst erstmal reinschauen, bevor ich irgendwas dazu sage, ja. Aber, ja. Ich habe ein bisschen Angst. Aber hey, immerhin hat das Remake eine Sache immer ganz gut geschafft bisher. Sie haben die Charaktere sehr gut charakterisiert. Da bin ich schon mal sehr froh drüber. Ja, was kein anderes Final Fantasy quasi geschafft hat, hat zumindest das Remake immer noch geschafft, ja. Die Charaktere sind sehr, ja. Sie ist nicht gerettet. Ich meine, das wäre sowieso, da würde ich auch da sitzen und mir denken, for fuck's sake. For fuck's sake. Nein. Aber ich weiß von was anderem und ich denke mir da auch schon, for fuck's sake. Allein, dass ich... Oh, das war ein Zufall, das war random. Ich habe mit einer Freundin über Final Fantasy 7 geredet, ja. Und ich habe dann was gegoogelt. Und plötzlich habe ich ein Bild gesehen von einem Charakter in sehr hohen Grafiken. Und ich dachte mir so, warte, was? So sah der Charakter nicht in diesem Spiel aus. Es ist ein Charakter mit dem Namen C. Und dann habe ich gelernt, dass dieser Charakter mit Namen C in Rebirth vorkommt. Und ich saß und dachte mir, warum? Wieso? Das macht nur Probleme. Warum haben die das getan? Ich habe nichts weiter dazu gesehen, aber ich habe ein bisschen Angst. Ich muss mir, wie gesagt, selbst ein Bild machen. Und ja, der Soundtrack von dem Remake von 7 ist auch sehr gut geworden. Ich höre den fast täglich rauf und runter. Das ist so nice. The Voices, wieso? Was ist denn, Cloud? Nein, nicht Cloud. Nein, natürlich nicht Cloud. Und ich meine auch nicht Sid. Jemand anderes mit C im Namen, ja. Mehr sage ich nicht, ja. Das ist alles. Mehr kriegt ihr nicht aus mir heraus. Ich war extrem verwirrt und ich frag mich, was es damit auf sich hat. Aber wie gesagt, ich muss erst mal schauen und sehen, wie es wirklich ist und ich habe Angst. Oh, du hast schon zu viel gesagt, habe ich? Es gibt noch jemand mit C anfängt? Ja. Meine Zeit war 1 Stunde 27, okay. Chocobo? Ja, Chocobo. Mein Gott, du hast einfach rausgefunden, Chrono. Oh mein Gott, jetzt nimmst du dich vorweg. Ja, Chrono aus Chrono Trigger ist in Final Fantasy 7 Rebirth. Mein Gott, John Cena. Kulli. Das ist mein Keg, was? Wolltest du Crack sagen? Oh. Yuffie mit einem C. Nee, aber wenn es wirklich irgendwie für den einen oder anderen schon zu viel für den Hint war, dann sorry. Das wollte ich nicht. Ich wollte versuchen, diskret zu bleiben, okay? Ich wollte versuchen, da sehr wenig anzudeuten, ja. Nee, Zack mit C. Genau. Nein. Aber genug von Final Fantasy 7 Rebirth, bevor Leute Panikattacken bekommen. Cinderella, du hast recht. Nee. Ich muss mir, wie gesagt, selbst ein Bild von der Situation machen. Dementsprechend nehmt das nicht als Urteil von mir. Ich sage einfach nur, ich habe meine kleinen Ängste. Die kann man ja auch schlecht ausschalten, to be fair, ja. Man kann sowas ein bisschen... Das ist schwierig, ja. Ich gebe mein Bestes. Selbst wenn Aerith gerettet werden kann, ist das scheißegal. Es gibt immer noch das Original, das wurde ja gesagt. Ja, aber das wäre trotzdem ein bisschen komisch, oder? Findest du nicht? Findest du nicht? Ich meine, okay, wenn du es nicht so siehst, aber... Ich, hätte es ein bisschen, seltsam gefunden. Aber wie gesagt, genug davon. Und dann kommt Jack zu Cloud und sagt, I come here to kill Chaos. Solange keine PS5 hier bei mir reinsegelt, sind mir die Spoiler zum Spiel egal. Ich meine, ich kenne das auch nicht so gut. Also, deswegen, bevor ich irgendwas nebenbei nur aufschnappe und mir dann vielleicht ein bisschen dickköpfig ein Urteil auffälle, bleibe ich erstmal ruhig damit. Ich informiere mich auch nicht. Ich habe auch wirklich nichts gesehen. Außer die Bikini-Szene. Tut mir leid. Das habe ich gesehen. Tut mir leid. Also, es tut mir eigentlich nicht wirklich leid. Aber, ne, das war's. Mehr weiß ich nicht. Ich werde mir auch nicht mehr anschauen, bis ich das Spiel selber spiele. Und versuche bis dahin, mich zurückzuhalten. Check mit Vincent Tönnum! So wie sie es machen, ist es gut. Ich meine, das ist okay. Ich muss schauen, wie es ist, ja. To be fair, wie ich die ganze Zeit gesagt habe, ich muss ja selbst erstmal gucken. Ich weiß ja noch gar nichts.
Ich weiß ja noch gar nichts. Sora killt Gegner und Gegner killen die Bitrate. No, nicht die Bitrate. War die so am Arsch gerade? Habe ich respektvoll geschaut? Nein. Meine Augen waren so lang, ihr kennt die Mode. Warum wollen die Leute 1 zu 1 dasselbe Remake haben? Muss nicht so sein. Aber, ne, wie gesagt, darüber können wir reden, wenn wir soweit sind, okay? Machen wir einen Cut, machen wir einen Strich drunter. Und dann nehmen wir die 0 und dann nehmen wir die 1 rüberziehen. Und dann 1 im Sinn, 2 dahin, versteht ihr? Genau so, Kari, wir haben sogar ein ganz neues dieser Art. Deswegen, wir warten mal, okay? Spiel, ja, warte doch, Mann. Oh. Eine Sache fehlt noch, ja. Ich muss Rebirth noch weitermachen. Gönn dir. Geh jetzt ins Bett. Gute Nacht, Dr. Alu. Schlaf gut. Haust rein. Warum würde ich so eine lange Pause in Ace Attorney machen, Timmy? Was? Also, bin jetzt bei dem Gericht in Case 3 von Ace Attorney angekommen und ich habe keine Beweise, dass Powers unschuldig ist und ich habe das Spiel seit Jahren nicht mehr gespielt. Dann spiel doch wieder von vorne. Wenn du keine Ahnung mehr vom Steel Samurai Fall hast, dann spiel's doch nochmal, Timmy, ja? Ich meine, die ersten beiden Episoden sind auch echt nicht so lang, also du kannst da noch ganz easy rein. So. Das tue ich gerade? Okay. Weil es manchmal passieren kann. Ja, es stimmt. Boah. Gibt's irgendein Spiel, was ihr eigentlich total mögt, aber ihr habt ursprünglich dieses Spiel voll lange liegen gelassen, bis ihr das dann irgendwann durchgespielt habt und ihr wisst nicht warum, wieso, weshalb ihr es liegen gelassen habt, dann habt ihr es durchgespielt und wart so, das Spiel ist voll gut, was zum Fick, warum habe ich das so lange liegen gelassen? Das passiert mir so oft. Hast du irgendein relevantes oder aktuelleres Beispiel, wo du denkst, oh mein Gott, das ist vielleicht sogar eins meiner Lieblingsspiele geworden oder sowas? Bei mir war es tatsächlich mit Nier Gestalt damals. Das auf jeden Fall. Nier Gestalt habe ich damals viel zu lange liegen gelassen. Ich hatte es mit 14 gekauft und mit 18 durchgespielt. Aber nicht, weil ich es doof fand oder so. Es hat sich irgendwie so ergeben. Ich kann es euch gar nicht erklären. Irgendwie, ich habe es nicht weitergespielt und dann irgendwann habe ich es weitergespielt und war so, boah, das ist so gut. Zelda Tears of the Kingdom und Breath of the Wild, sogar beide, okay. Jedes Spiel, was ich mir jemals gekauft habe, echt. Ich spiele nie Spiele. Oh mein Gott, ich dachte ganz kurz, der letzte Proof. Ja, Automata Persona 4 Golden. Okay. Land of Dragon hat noch eins. Agrabah und Pirates haben noch drei. Boah, gehen wir erstmal nach Agrabah? Gehen wir erstmal nach Agrabah, würde ich sagen, ne? Komm, wir machen Agrabah. Let's go. Ich habe vor ein paar Wochen nach fast einem halben Jahr Pause die letzte Map von Final Fantasy 8 gemacht. Fire Emblem 8 gemacht. Echt? So ganz blind dann reingegangen und ich gedacht, oh ja, jetzt kann ich mal den Dämonenlord, was immer noch ein sehr wildes Konzept ist, in Fire Emblem 8, den kann ich jetzt mal verprügeln. Den Remake akzeptiere ich auch noch, weil es Dinge hinzufügt und etwas die nervige originale Steuerung besser macht. Wäre es, ansonsten wäre es unnötig gewesen. Na, ich widerspreche klein wenig. Also ich sehe deine Punkte und ich will die nicht ablehnen. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich widerspreche in einem kleinen Aspekt. Nier hat nämlich eigentlich von dem Remake auch gut profitiert. Einfach weil wir hatten Automata. Und dann einfach eine modernere Fassung von Nier Gestalt oder Replicant zu haben. Hätte einfach für die neu dazugewonnenen Fans sehr gut getan, ja. Das war so eine Chance, dieses Spiel nochmal an den Mann zu bringen. Siehst du, was ich meine? Deswegen, ich weiß, was du sonst meinst damit und das verstehe ich voll. Aber in dem Fall hätten sie es auch nahezu 1 zu 1 machen können und ich wäre auch zufrieden gewesen. In der Hoffnung, dass mehr Leute das Spiel dann gespielt hätten, ja. Ich habe letztens Smash Brawl ausgepackt und muss sagen, coole Ideen, aber die Steuerung ist echt grauselig. Sterbe meist wegen der Steuerung, aber random Stage-Gimmick. Ist alles so slow. Ja, aber ich finde, also nachdem ich Street Fighter gespielt habe und dann einmal wieder in Smash drin war, auch Smash Ultimate, dachte ich mir, Smash ist ein sehr viel langsamerer Fighter als zum Beispiel Street Fighter. Schwer zu vergleichen, ich weiß, aber ich dachte mir einfach nur so, ha, das ist so slow gerade. Seltsames Gefühl. Oh, war ein ganz komisches Gefühl einfach nur. Wie gesagt, ich sehe, was du meinst, aber verstehst du meinen Punkt? In dem Fall wäre es einfach super cool gewesen, wie gesagt, neue Leute da reinzuziehen, ne?
Na, Combo Plus, Combo Blast, nee. Finishing Plus. Stackt das überhaupt doppelt? Ich habe letztes... Nee, das hatte ich auch. Oh, guter Song. Oh. Where does it slow if you play it like an absolute madman like me who runs it into the enemy and hits him across the map? Klar, du kannst natürlich coole Tricks und sowas. Also, kannst coole Kombos und sowas machen. Natürlich, ich weiß. Mir ging es halt einfach nur darum, das Spielgefühl ist viel anders. Ich würde sagen, Smash ist ein langsameres Spielgefühl, oder? Oder? Ergibt das Sinn? Ist das falsch? Ich meine, so ein 2D-Fighter, wo du auch nicht so viel Platz hast. Eben weil du nicht so viel Platz hast, habe ich das Gefühl, dass das gesamte Spiel... Oh, once more, nice. Das gesamte Spielgefühl, der gesamte Vibe ist ein bisschen mehr so zack, 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 zack. Viel schneller, viel kürzere Kämpfe, viel weniger Möglichkeiten, dich irgendwie auf der Map zu bewegen oder so, ja. Kombos sind manchmal sehr viel tödlicher, eben genau aus diesen Gründen, wenn jemand mal dann was connectet. Und das ganze Ding ist halt sehr viel schneller einfach vorbei auch, ne. Während du in Smash durchaus durch vor allem die Mapgröße und sowas und durch die Vielfältigkeit der Attacken und eben durch die ganzen Attacken, die du über so eine Map ziehen kannst, quasi... Wie soll man sagen? Ich will nicht sagen, du kannst den Kampf damit hinauszögern. Aber dadurch ist das Pacing und das Spielgefühl anders. Du bist nicht die ganze Zeit an deinem Gegner ran und verprügelst ihn. Ihr habt sehr oft Abstand voneinander. Viel öfter, würde ich sagen, als so in einem 2D-Fighter. Oder bin ich ganz daneben? Der Song hier wollte ich eigentlich im Kampfteam bei der Arena-Leiterburg nehmen. Aber wegen der für mich... okay. Und durch das Final Fantasy VII Rebirth haben wir erfahren, dass Clouds Mutter Claudia heißt. Das ist so ein doofer Joke, aber okay. habe ich hier alle Truhen? Ja. Das ist, wow. Ja, und eine Frage, kannst du Ultima aus den Kisten bekommen? Ja, kann ich. Haben wir vielleicht schon. Ich schau mal für dich nach, wenn du möchtest. Das ist ein besseres Keyblade. Monochrom kann ich mitnehmen. Wisst ihr was, wir rüsten mal Monochrom aus, aber ja, siehst du, wir haben so viele Sachen hier gefunden. Was wäre noch ein Bang-Ausrüstungs... Ja, komm, Ribbon. Ribbon, Grand Ribbon, immer ganz nice. Was haben wir hier? Da haben wir dich, ja. Und hier haben wir dich auch, perfekt. Let's go, viel besseres Equipment. Hola. Zur Momente. Da, let's go. Ich schau mal ganz kurz, habe ich hier alles? Agrabah fehlt noch eine Sache. Das könnte der letzte Proof sein. Schauen wir mal weiter nach. Kann jemand vor die Ecken und sein Spiel crashen lassen? Wieso? Bin ich dir ein bisschen zu sehr auf den Fersen? Warte mal, was war nochmal deine Zeit, Shining? 1,20 irgendwas? Irgendwie sowas, ne? Obwohl ich so schnell den Kram gefunden habe, muss ich mich auch ein bisschen sputen. Aua. 1,27, okay. Hallo, lass mich in Ruhe, Gegner. Lass mich doch bitte mal da in Ruhe. Und 30 Sekunden. Jamu, danke schön für deinen Raid. Was geht ab, Leute? Schönen guten Abend. Wie geht's dir stets? Schätze mal, du hast Final Fantasy VII Rebirth gespielt. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Aber wir hatten ganz kurz das Thema davon. Was geht, Leute? Wir spielen Kingdom Hearts 2 Randomizer. Ich spiele natürlich auf Zeit. Ich spiele sogar gegen die Zeit von einem Zuschauer hier. Hallo, lass mich doch in Ruhe. Second Chance. Warte mal, Second Chance. Und once more. War das jetzt beides in Agrabah? Wirklich? War wirklich beides hier? Aber was geht, na? Fühlt euch hier wie zu Hause. Oh. Nur um das richtig zu verstehen. Du meintest Final Fantasy C-Charakter mit doppelten Buchstaben, oder? Ja, da ist ein doppelter Buchstabe drin. Ja. Und ich weiß nicht, ob du sehen kannst, was ich damit meine, aber ich habe das Gefühl... Das ist doch, das schreit nur nach Problem, oder? Das schreit doch nur danach, dass es Probleme gibt, oder nicht? Oh, das war beides da. Ich bin an Limitform raus. Oh, okay. Oh, warte mal, ich bin fertig. Ich bin noch fertig in Agrabah. Ich Idiot, ich sollte raus. Okay, wir bringen Affe am Ziel und dann verziehen wir uns. Warte mal, kann ich einfach zurückgehen? Nein, ich muss Affe am Ziel bringen. Affe, komm mit. Komm mit, Affe. Komm mit. Komm her. Und er ist drin, let's go! Yeah. Nee, eigentlich nicht. Oh, okay. So, Garden. Ich kann Pirates machen. Wir machen mal einen
Wir machen jetzt eine Überfliegerrunde, ja? Wir machen eine Überfliegerrunde. Damit will ich meinen, wir gehen jetzt in ein paar Spots, wo es easy Patronen gibt und Shit. Und holen dort einfach mal die ganz easy Sachen ab. Und versuchen so in der Hoffnung, so schnell wie möglich den Proof zu finden, ja? Da gibt es auch ein paar lockere Truhen, ja? Ein paar leichte Chests, wenn ihr versteht, was ich meine. Warum habe ich das so gesagt? Und da müssen wir mal schauen, dass wir rankommen, ja? Oh. Ja, Piraten. Piraten! Sie sind unverwundbar! Oh. Das sind Logia-Nutzer wahrscheinlich. Hey, Delirium, guck mich nicht so an, okay? Hallo? So, jetzt aber. Ich habe einen Taui auf dich gesetzt. Ganze 1000 Twitch-Punkte. Holy shit. Okay, let's go. Das ist ein schöner One-Hit. Genauso, respectfully. Dieses ungleichmäßige, doofe Blinzeln auch noch dazu. So, hier sind zum Beispiel noch ein paar Truhen. Die nehmen wir mit und dann gehen wir weiter. Dann gehe ich, glaube ich, kurz nach Halloween Town und dann gucken wir danach ein paar Easy-Truhen, ne? Und dann gehen wir so weiter und schauen, ob wir vielleicht einen weiteren Anthem-Report haben für eine Welt mit sehr vielen Spots, Checks. Oder ob wir vielleicht sogar den Proof haben. Und die hat schon wieder nicht die Quality of Life Edge gemacht, dass man den Piraten immer schaden kann. Ich mache das mit Absicht nicht, weil ich es ein bisschen doof finde. Ja, ich denke, dass, Nee. Die Piraten dürfen schön in ihrer Mechanik bleiben, ja? Die dürfen gerne so sein. Oh. Ach ja, und ein gewisser Charakter mit R kommt nicht so aktiv vor in Final Fantasy VII Rebirth, weil sein Synchronsprecher gestorben ist und man merkt es irgendwie, dass sie es in Ehren halten wollten. Okay. Verstehe. Dieser Pepe hat definitiv etwas konsumiert. Na, es ist Pipo! Sonst meckerst du immer, wenn etwas 2% schwerer wird? Gar nicht wahr. Hallo? habe ich hier alles mit? Ich glaube, ich habe hier alles mit, ne? So, Ability ausrüsten. Finishing Leap. Und machen wir weiter. Es ist die Zuschauerverprügewoche. Erst gestern, heute Shine. Gestern Suri. Heute Shining. Morgen Arena Challenge. Du hast recht, Backtank. Du hast vollkommen recht damit. Ich habe da oben keinen Safe Point, ne? Scheiße, ich muss erstmal aufs Schiff. Okay, I'm ready. Ab aufs Schiff. Und dann kann ich hier runter. Wusstet ihr, dass ihr hier schon viel früher runter könnt? Ich wusste das lange Zeit, by the way, nicht. Aber man kann hier viel früher schon runter. So, drei Checks sind eigentlich immer noch da, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz. Wir machen mal Bär. Bär ist easy, dann machen wir ganz kurz Halloween Town. Und dann machen wir Space Paranoids. Ich gehe einfach nach Tracker-Liste. Gebe nach Tracker-Schmecker-Liste. Bin immer noch mein happy über meinen Sieg bei der Arena-Challenge. Ist doch nice. Ist doch auch verdient, Mann. Ich weiß, was mein nächster Seed wird. Ich mache alle möglichen Settings an. Also mehr als ein Joke. Alles klar. Und dann sitzt er da und sagt so, oh mein Gott, es ist 4 Uhr morgens, Fully. Ich habe den Seed nicht geschafft. Oh. Ich sollte auch mal so einen ganz bescheuerten Fun-Seed machen. Wann gegen mich Sonic Riders, Fully? Ey, du ziehst mich doch nur ab, Mann. Ich meine, wenn, dann könnte man was finden, was wir beide vielleicht solide können, ja? So ungefähr gleich. Ich glaube, dann hätten wir ein bisschen was Faires, aber Sonic Riders ziehst mich ja nur easy ab. Du kannst es ja auch voll gut. Obwohl, ich meine, ich kann es nicht gut. Ich will nicht sagen, ich kann es gut, aber ich hab dazugelernt. Ich wurde besser. Ich wurde über meine ganzen Fehlschläge besser. Wäre ja auch irgendwie traurig, wenn nicht. Oh. Okay, ich war bei der falschen Tür. Wie, du warst bei der falschen Tür? Worum geht's? Wo bist du gelandet? Wo warst du? Denk dran, Fully vs. Feder. Ja, ich weiß. Soll erstmal ein Schlückchen trinken. Bei Mr. Mouse haben wir sogar alles, sehe ich gerade rein zufällig, ne? Ja, dann haben wir Bär gemacht. Ich habe noch mal eine Bär-Seite, ne? Habe ich noch... Ja, ich wusste es doch. Wir haben noch mal Bär und dann gehen wir Space Paranoid. Nee, Quatsch, wir gehen erst Halloween Town, dann Space Paranoids. Machen wir das so rum, Chat. Machen wir das so rum. Wie gesagt, wir gehen da nur schnell rein und schnell wieder raus. Einmal rein und wieder raus. Einmal rein und raus. So, hier geht's eh nicht weiter. Also Tschüssikowski. Bye-bye. Und dann hier raus. Let's go. Und dann ist ein bisschen Zeit für Halloween. Mögt ihr Halloween, Chat? Seid ihr Halloween-Freunde? Wir können auch Beast machen, wenn wir da nichts finden. Und dann gehen wir halt nur noch nach höchsten Checks. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Ja. Ja, es klingt doch nach einem Plan, Mann. Goofy, komm hier rein, Mann. So.
Was? Ach so. Nice, Timmy, ich bin stolz auf dich. Du packst das. Oh, der Song. Der Song-Chat. Okay. Eine Truhe? Kein Proof. So, seid ihr schon ready für eure Wetten? Wie viele Leute haben eigentlich auf... Wie ist die Wettbilanz eigentlich, ja? Oh, das kenne ich. Das ist Igarashi no Nakokoroni. Bang Opening. Oh. Oder Higurashi When They Cry. 50-50. Oh, shit. Okay. Welche Punkte hängen davon ab, dass ich gewinne, Chat? Wer hat auf mich gesetzt? Wer hat gesagt, der Füller, der macht das schon, ja? Wer hat an den guten alten Füller geglaubt? Der Glaube ist noch nicht zu Ende, ja? Der Glaube ist noch nicht vorbei. Higurashi Opening, ja. Ich habe mein Vertrauen aufgegeben. Ich habe auf dich gesetzt. Nice. Oh, aus irgendeinem Grund habe ich auf dich gesetzt. Oha. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Das schaffe ich, Guys. Ich bin zuversichtlich. Ich bin so confident. Ich bin so confident, du Zombie. So, machen wir Limit Form. Let's go. Machen wir, hallo? Nein, ich wollte Revert machen. Dankeschön. Dann habe ich wieder Magie und tot. Ich habe noch nicht den, Glaube verloren. Betonung liegt auf noch. Okay. Okay, wir schauen. Enttäusch mich nicht, ich enttäusch dich nicht, hoffentlich. Datur. Ich habe ja auch nur noch eine halbe Stunde Zeit. Also, anhand dieser Information gehe ich mal davon aus, dass ich, wenn ich die ganzen Easy Truhen hier mitnehme und die Welt nicht so weit spiele, ich sehr höchstwahrscheinlich da reinrennen kann, ne? In den Proof. Ich hatte das Gefühl, der Proof war sehr oberflächlich auch hier versteckt und sehr leicht zu finden. Ich muss nur in die richtige Welt. Ich muss sie nur erwischen. Weihnachtssachen da unten mitnehmen. Ja, nein, ja, nein. Nee, komm, wir gehen erstmal weiter. Ich weiß gar nicht, wie viel in den Ruinentown ist. Machen wir Space Paranoids. Space Paranoids, komm her! Du bist dran! Eigentlich ist Space Paranoids ja immer unser Lucky Ding, ne? Ich gehe nie in diese Welt rein, weil ich sie nicht so sehr mag. Aber wie oft hat diese Welt eigentlich einen Proof gegönnt? Es ist lächerlich. Warum? Ist irgendwas Randommäßiges an dem Rando kaputt, dass sie so gerne sagt, Space Paranoids, ja, das fühle ich jetzt. Also da gehe ich jetzt rein. Da will ich jetzt mich verstecken. Ich als, Proof. Thunderboost, let's go. Second Chance once more, easy peasy. Ich muss so gewinnen, um zu gewinnen? Nice. Ich habe gestern so ein Video gemacht, wo es um, Anime-Zitate ging, ja, raten. Ich habe mich sehr gut angestellt dabei. Das war irgendwie echt spaßig, so ein doofes Video. Anthem Report. Beastcaster hat 5 Checks. Okay, Beastcaster ist auf jeden Fall etwas, was sie angreifen sollten. Wellerform. So. AP Boost. Mega Elixier. Komm schon. Komm schon. 2 Dinge waren schon hier. Ich muss eh das Ding aktivieren. Space Paranoids ist sowieso eigentlich so eine kurze Welt. Könnt ihr auch einfach weiterspielen oder ist das dumm? Manchmal bin ich mir sehr unsicher, ob es dumm ist oder nicht. So, du bist es, ne? Oder? Upsi. Nope. Da habe ich einmal den Blick verloren, ne? Ich liebe es, wenn es genau dahinter verschwindet. Wo man dann keinen Blick mehr... Ja, schon wieder! Bro, du bist es, oder? Ja. Es verschwindet genau hinter der Säule. Oh. Okay, habe ich hier alle Truhen mitgenommen? Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Bang Opening. Ich mag das Opening wirklich sehr. Ach ja, gutes altes Higurashi. Wenn das mit Dolly weitergeht, werde ich mehr brauchen. Was wirst du mehr brauchen? Punkte? Nerven? Was anderes? Worum geht's? Wären solche Anime-Quiz-Videos nicht auch was für ein Stream? Mit Gamba dann? Eigentlich schon. Wäre das lustig? Ich meine, ja gut, das Problem ist immer mit Opening ist schwierig, ne? Dann kann ich halt natürlich das nicht als Wort oder so haben, ne? Weil das würde mir selbst auf YouTube wahrscheinlich... Oder es könnte mir auf YouTube Probleme bereiten. Ich weiß nicht, es ist ein Gamble. Es ist immer ein Gamble bei sowas. Aber so Zitate-Ding könnte viel simpler sein. Es geht auch viel einfacher. So.
Dieser Proof ist outdated, Your Honor. Na. Ich bin immer noch zuversichtlich. Bleiben wir mal dran. Space Paranoids haben wir in geschwind durch. Wir sind ja fast fertig. Wir haben jetzt sogar noch zwei Truhen. Dann haben wir danach nochmal, glaube ich, zwei, ne? Wir sind ja so gut wie durch mit Tron. Tron Schmon, sag ich immer, ne? Komm schon, Proof. Elixier. Proof? Buster Band. Okay. Buster Band! Na. Okay. Komm schon. Bro! Was? Wie zum Fick? Junge! Oh, Rainer! Let's go! Wir sind go ready. Ich fass es nicht. Was zum Fick eigentlich? Länger? Der Pose macht sowieso nicht länger. Was zum Fick? Wie kann das sein? Fuck, Shining hat gehofft und du machst nicht weiter. Was heißt, wie, du machst nicht weiter? Ich meine, ich habe einen guten Vorsprung jetzt gegenüber Shining. Also, ich meine, ich war lucky. Ich habe einfach nur ein bisschen auf Space Paranoids gepokert, einfach weil... Ich meine, Space Paranoids war so oft schon Proof-Träger, ne? Geht mal durch all unsere Randos und schaut mal statistisch nach, wie oft den Space Paranoids aus irgendeinem Grund ein Proof war. Ich war so sehr am Schwitzen, als du bei Tron warst. Meine Taktik war wegen der Zeit, wie gesagt, ich gehe jetzt in jede Welt und nehme alle easy Truhen mit. Ich hätte eigentlich schon fast noch bei Halloween Town weitergemacht und dann bei Beast und so weiter und so fort, ne? Wir sind Level 37, wir müssen noch ein paar Runs machen hier. Wie viele Items habe ich hier ready? Boah, ich habe nicht mehr viele Item-Slots. Immer, ich habe nicht mal viele Mega-Elixiere. Aber ich habe genug. Ich glaube, wir könnten... Oder ich hoffe zumindest, ich schaffe das. So. Also, der Boss könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden, aber das packen wir. Defense Boost, let's go. Power Boost. Ja. AP Boost nicht so wichtig. Wir haben ja sogar Once More und Second Chance und Explosion, was? Let's go, Füller. 24 Leute haben auf dich gewettet. 10 auf Shining. Aber Leute haben mehr für Shining reingebuttert, ha? So, wir gehen auf Level 50. Pi mal Daumen, wie immer. Wir haben sogar ein bisschen die Zeit, uns das zu gönnen. Wie, du hast den Case verloren. Aber Paus ist unschuldig. Timmy, no! Der arme Mann. Er hat sich dir anvertraut. Der sitzt ja jetzt und denkt sich so... Aber Herr Wright, ich habe ihn geglaubt. Und jetzt bin ich im Knast. Ich habe einen konservativen Satz von 5000 auf dich gesetzt. Was soll das überhaupt bedeuten? Ist das wieder diese Unisprache, hä? Ich habe beim Final Boss verkackt, ich hatte keinen Once More und Second Chance. Oh mein Gott, sogar das habe ich gefunden. Yeah, da in den Shining richtig einen in die Rippen geschlagen, hä? Gönnen wir uns, Chat. So, 44 sind wir fast, ne? Justice Issue. So, wir machen noch eine Runde weiter, würde ich sagen. Ich kann die Werte gebrauchen. Ja. Ich bin dann nochmal aus dem Bosskampf raus, um es zu suchen. What do you mean? Was bedeutet, was war daran unverständlich? Ich ärgere dich doch nur. Ich habe schon verstanden, was du meintest. Obwohl ich dort den Deskriptor nicht ganz kapiert habe, ja. Was soll das heißen mit konservativen Satz? Hat das eine Bedeutung oder sagt man das wirklich so irgendwie beim Pokern oder beim Spiel? Ist das ein Ding? Vielleicht kenne ich es wirklich einfach nicht. Kann sein. Gott, mir ist warm. Looks like Willpower didn't have the Willpower. Wow, der arme Mann. Der arme Junge. Satz wie ein Satz. Mir geht's ums Konservativ. Was soll das heißen? Also, was das für recht konservative oder sichere Menge ist. Nee, das meine ich. Einfach Uni-Student. Ich bin dafür, dass dieser Seed ist unentschieden. Nö. Der Seed ist nicht unentschieden, Kollege. Nee. So wetten wir aber nicht, Mann. Nee. So, speichern wir. Und dann gehen wir rein da. Ich habe echt wenig Item-Slots, aber das ist okay. Okay, Chat, seid ihr bereit für Papa Semnos? Wir machen Papa Semnos jetzt kaputt, ja? Wir machen den jetzt kaputt. Könnte ein schwierigerer Kampf werden, aber das klappt schon. Ich habe ja noch um die halbe Stunde Zeit, ne? So Pi mal Daumen. Riku, was geht, ne? Und let's go! Schnell, wenn wir die Häuser kaputt.
Oh. So, Chat. Und wie fühlt ihr euch? Für die Leute, die gesagt haben, ich glaube nicht an Füller. Skill issue, mimi. Wie fühlt ihr euch jetzt? Weißt ihr, dass ich Sozialwissenschaften mache? Ja, Mann. Mensch. Ja, Mensch. Oh, Papa Semner ist ein paar auf den Arsch. Yeah! Mit meinem komischen, was auch immer ich da hab. Oh, ist auch mal ein wildes Keyblade, was wir hier benutzen. Ich würde sagen, noch ein Crystal Run. Was? Also, Pokémon Crystal Run. Na komm. Ich habe auch irgendwie nicht so sehr gerade Lust auf einen Crystal Run, wenn ich ehrlich bin, ja? Und ich wüsste auch gar nicht mal, mit welchem Pokémon oder so, ja? Und ich muss morgen sowieso um 13 Uhr raus, also ist okay. Es ist okay. Also, was heißt um 13 Uhr raus? Ich muss 13 Uhr schon streamen, ja? Das heißt, ich muss sowieso früh raus, mich um alles kümmern, ganz fix, ne? Hab sowieso nicht meinen Vormittag so richtig, also ja. Ne? Oh. Oh, warte mal! Das erkenne ich jetzt wieder, die Melodie. Okay. Sam, nass, Fully, ja, so verprügel ich ihn. Ich boxe sie einfach kaputt. Okay. Alles in die Turbinen. Oh. Das ist ein guter Track. Ich mag ihn. Morgen muss Fully früh raus. Ich stehe immer recht früh auf, ja. Relativ. Aber mir geht es darum, 13 Uhr morgens streamen, ja. Das heißt, ich muss früh fertig sein. Das ist wichtiger, ja. Ich muss früher fertig sein. Na gut, der Unentschieden. Ein Sieg von mir, ein Sieg von dir. Und wir sind beide gleich gut dann. Also, ja, okay. Ich lenke immer noch den ersten Sieg, den ich gewonnen hätte. Ich bin mir relativ sicher, das hätte ich gepackt. Ja gut, alte Fülle hätte das doch hingekriegt, Mann. Okay, wo seid ihr denn, ha? Kommt her! Weg mit euch! Und kaputt! Und ihr auch kaputt, bitte! Alle weg! Nein, der lebt noch! Tötet alle niemanden! Oh Gott! Oh, Schnauze! Nee, ich finde, ich hätte den ersten Seed bestimmt gewonnen. Oh, aber war ein starker Seed. Ja, der Seed war ein bisschen broken. Aber sowas kann passieren. Das ist einfach die Schönheit an Randomizern, ja. Manchmal sitzt man da und denkt sich so, was eine dumme Scheiße. Und manchmal sitzt man da und denkt sich so, was eine dumme Scheiße, was hier passiert. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach genau das, was Randomizer jedes Mal frisch und, exciting macht, ja. Ist immer spannend, immer interessant, immer aufregend. Ich sollte mal Fire Emblem Randomizer spielen. Aber wahrscheinlich ist das nicht so spannend zum Zuschauen, ne? Oh, wann vierter Run? Wie, wann vierter Run? Also gegen Shining? Ja, wenn Shining normal requesten möchte, kannst du einen vierten Run geben. Nee? Wie nee? Was für nee? Hallo, Semnos. Was geht ab, Semnos? Oh, oh. Ich hab gar kein Dingens. Ich hab gar keine Magie. Sam, der ist sicher auch nicht kaputt. Au. Okay, Moment, Limit Form. Machen wir das mal. Und ich versuche ein bisschen drauf zu hauen. Und ich habe es geschafft. Fire Emblem Randonnée. Mann, musst du immer so gegenschießen gegen etwas, was ich mögen würde immer? Komm schon, chill. Oh. Immer so schlimm. Nee. Hallo, Semnas Rüstung, die zweite. Was geht? Ist übrigens wild, wenn man das mal dann so getrennt sieht, ne? Wo man dann feststellt, holy shit, die Arena ist ganz schön blau. So. Und reicht's? Es reicht, oder? Hau mich weg! Reicht das? Ja. Nothingness is eternal. Das ruft er hier immer. Fire Emblem Rando, ja? Ja, seht ihr mal, das ist eine Einstellung. Oh, Chat! Monkey Trommel, let's go! Die Drums of Liberation! Oh, und let's go. Fast den Input verkackt. Okay, Laser, komm jetzt. Fallen lassen, keine Laser. Und jetzt gehen wir zu Semnes. Die zweite. Oh. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Hau mich weg, Mann! Ja, hau mich doch weg. Komm schon, Kollege. Hau, Schlag, dankeschön. Ich hätte mich sofort fallen lassen müssen. Aua. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ba, 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 ba. Ba, 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 da. Aua! Jesus! Ich meine, selbst das! Hör auf, wieso zu weh zu tun, Mann!
Uli, liberiere meine Punkte. Ich weiß nicht ganz, was das bedeuten soll. Aber ich gebe mein Bestes, okay? Hatte ich mal voll, Sora? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, Xemnas. What's up, Xemnas? Na? Alles gut bei dir, altes Haus? Aua. Da. Wie wär's mit? Ich hab nicht. Wie? Aber scheiße. Ich kann kein Drive. Warum kann ich kein Drive machen? Ho? Ho? Warum ist mein Drive hier? Kann ich hier auf dieser Map keinen Drive benutzen? Ich glaube, ich kann auf dieser Map keinen Drive benutzen, ne? Lass mich doch in Ruhe, Xemnas. Ich hab keine Magie gerade. Und du gehst mir ein bisschen auf den Sack. Dankeschön. Ui, 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 ui. Drive ist illegal scheinbar auf der Map. Habe ich auch nicht gewusst so bisher. Man ist ja normalerweise viel stärker als ich. Bin durchaus sehr underpowered hier gerade, ja. Ich merke gerade, mir fehlen so ein paar Fähigkeiten vielleicht. So die ein oder andere. So ein klein wenig. Ich habe nicht so den besten Reflect auch, aber das ist okay. Alles halb so wild, ne? Alles halb so wild, Sam. Das habe ich recht? Habe ich recht? Komm schon. Okay. Oh. Den Song kenne ich ja auch. So, ich mach dich kaputt, Xemnas. Und? Nein, er macht die Bomben. Oh, 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 scheiße, das war super knapp. Ach du Kacke. Okay. Machen wir das? Kann ich hier eigentlich einen Bang-Angriff raushauen? Doch, kann ich. Und nochmal eine Kombo. Au, 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 au. Danke, Riku. Huh, Xemnas ist ein bisschen anstrengend hier, Mann. Autsch. Zu früh. Richtig? Zu früh. Ah, scheiße. Danke, danke, Riku. Danke. Danke. Die Angriffe. Okay. Hurry Kapu. Oh, ich konnte ihn nicht angreifen. Jetzt kann ich ihn etwas angreifen. Attacke. Oh Mann. Der Song ist aber auch so schön, ne? Ah, fuck. Ich hab's Timing verkackt. Oh. Ah, okay, es ist dies so. Oh mein Gott, ich hab kaum Leben. Ach du Scheiße. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, ganz mies gerade. Oh oh. Oh Scheiße, ich hab kaum Leben. Riku hat keine Leben mehr. Sora hat kaum Leben. Ich könnte jetzt sterben. Ich sterbe, oder? Fuck. Ja. Wow, war das unlucky. Ach du Kacke, war das unlucky. Das war ja so unlucky. Das war kein Skill-Issue. Das war einfach nur Pech. Das war einfach nur Pech. Sora hatte kaum Leben in dem Zeitpunkt, wo seine Lebensleiste einen Timer darstellt. Und du wirst halt nicht davor geheilt. Das hat nichts mit Skill-Issue zu tun. Das war gerade völlig unmöglich, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich war, gerade zu gewinnen, ja? Das war Pech. Aber wir hätten ansonsten den Kampf eigentlich schon fast gewonnen. Das ist halt super ärgerlich. Wo bist du? 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 Xemnas? Hä? Chillt denn da? Okay, okay. Attacke! Voller Angriff voraus! Aua! Okay. Autsch. Oh! Danke, danke, Riku. Genau das, was ich gebraucht habe. Attacke! Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, Angriff!
Ja, oh, nein, 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 eine komplett falsche Phase gerade. Ich dachte, er packt mich schon wieder. Echt komisch, die Xbox-Tasten zu sehen. Das ist so komisch. Ich höre das öfter, aber ja. Ich bin bei der Semlas-Phase auch gestorben, weil Rico gestorben ist. Tauchte aber auch nicht diese dummen Commander auf, um Sora zu retten. Ja, ganz selten ist mir das auch schon mal im PC-Port passiert, dass dann dieser Command fehlt. Aua. Und dann denkst du auch so, was soll das denn, hallo? Was soll das denn? Ah. Hier bin ich auch nie so hundertprozentig schlau draus geworden. Ob man hier irgendwie Semlas ein bisschen angreifen kann oder nicht. Also ich denke, man kann ihn angreifen. Oh, das war der Falsche, auf den ich geguckt habe. Dankeschön. Gehen wir mal auf Drive. Attacke. Mach volle Kanne. Angriff. Oh, ich kann nicht blocken. Ich kann nicht blocken. Ich kann nicht blocken. Danke. Blocken. Und. Sora-Phase. Sora-Phase. Okay, seht ihr? Jetzt habe ich viel mehr Leben. Jetzt ist es auch schaffbar. Das war vorhin eine Menge Pech, ja? Los geht's, das zeigt wohl, was für Skill ich hier hat. Nee. Bei aller Fairness, Chat vorhin, das war einfach nur unlucky as fuck. Das war nicht so gut. Ich meine, keine Ahnung, kann ich hier viel schneller ran? Seht ihr übrigens, ich bin eigentlich gut dabei. Ich mache die ganze Zeit Fortschritte. Aber seht ihr, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, darüber zu kommen? Es dauert schon seine heiße Minute. So, jetzt. Das hätte ich vorhin machen müssen. Ja, kann man? Ja, okay, ich hätte nicht gewusst, wie man das macht, to be fair. Das, wahrscheinlich kannst du sehr aggressiv, sehr schnell hinrennen. Ohne Rücksicht auf Verluste, hä? Huh? Okay, haben wir schon Discodrome? Nope. Wir machen erstmal wieder, erstmal im Himmel ein bisschen rumtanzen, ein bisschen rumwirbeln, ein bisschen rumschmirbeln. Dies, das, Ananas, man weiß Bescheid. Füller, mach ihn kalt, wenn er es nicht schafft, dann niemand kann. Ich schaff das, keine Sorge, alles easy. Hä? Bro, zweimal hintereinander? Muss das sein? Okay, aufpassen. Ich mag das nicht, wenn er das zweimal hintereinander macht, ne? Nee. Ich sollte das benutzen. Ja. Aber. Nein! Fuck, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh. Okay, das wollte ich machen. Danke. Okay, er ist so gut wie down, Chat. Ja, wir haben ihn. Chat, Zeit für Tanzmanöver. Let's go, Discodrome. Genau das ist mir auch passiert. Es ist Hespin Hotel. Ich glaube, den Song hatten wir den schon mal hier. Das kann sein. Übrigens, für Leute, die manchmal nicht wissen, was ich hier tue, ich drücke gerade auf dem Xbox-Controller A und Y gleichzeitig. Ich muss zweimal Button bashen. Ich meine, theoretisch könnte ich Rico sterben lassen, glaube ich. Darf ich Rico sterben lassen? Ich darf Rico, glaube ich, sterben lassen. Wir hatten alle 16 Songs mindestens einmal. Limit vom Command sind gut gegen seine Laserphase. Ja, stimmt, weil du dann Hyper-Armor hast und angreifen kannst, ne? Ja. Meistens auf Englisch, ja, das weiß ich. Aber hey, das ist super fucking schnell Rando. Aber nur, in Anführungsstrichen, 15 Minuten summa summarum schneller als Shining. Nur 15 Minuten, das ist halt nicht mal so viel schneller gewesen, ja? Warum ist das so bad? Was ist los, Timmy? Warum so am Haten? Was ist denn los? Oh, Rico, let's go! Kill him! Attacke! Boah, das kenne ich irgendwo, ja. One's up 1? Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, du. Und 1.13.11. Tja, Shining, Kollege. Scheint so, als hätte ich dich um 14 Minuten und 20 Sekunden übertrumpft, ne? Tja, ich denke, der Sieg geht wohl an mich. Wäre nicht rausgegangen und hätte es bei dem Versuch geschafft, wo ich am Ende wäre unsere Zeit so ziemlich gleich. Das könnte sein. Aber ich denke, das geht an mich. So. Juhu! Yeah.
wer gewinnt das Race? Dulli hat gewonnen. Ja, gut, der alte Füller hat es mal wieder geschafft. Boah, 29% Gemini. Schau mal, wie viel Zeug da noch da war. So viele Ansem Reports, so viel Magie, was noch da. Aber ich habe auch echt viel Zeug bekommen, sehe ich gerade, ne? Jetzt mal, abgesehen davon, dass so viele Ansem Reports und so viel Magie noch übrig war, allen anderen Scheiß hatte ich so gut wie dabei. Didi, dafür bekommst du morgen bestimmt wieder nur aufs Maul. Ja, 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 ja. Ja, ich habe mir auch gedacht, das ist Ace Attorney, ne? Passt für TV? No! Der Füller ist ein richtiger Müller. Ich würde ja sagen, das war ein Knüller, oder? Ja, aber, das ging fix. Das muss übrigens sehr schön, also, ja. Ich habe nie damit gerechnet, dass wir mal so schnell sein würden. In vier Welten gar nicht drin gewesen. Ja, ja. Wir wissen nicht einmal, wie viele Checks es in Soras Herz oder Simulated Twilight Town gegeben hätte. Ach, lass das mal mit dem Buu immer. Komm schon. Oh. Nur Ministream? Ja, wir sind fertig für heute. Ist halt irgendwie sehr schnell gelaufen. Stimmt, ist nicht mal 0 Uhr, ne? Zorazard war nur das eine, nur Reflect. Ah, okay. Ja, ist irgendwie, keine Ahnung. War ein sehr schneller Rando scheinbar. Oh. Dafür gibt es morgen die Arena-Challenge. Keine Ahnung, wie lange das geht. Das haben wir um 13 Uhr, Leute, ja. Und ich werde wahrscheinlich Ace Attorney zu Ende aufnehmen müssen morgen. Jo, Shirox, denke ich, für 2 Jahre treu. Denke ich, bleib beim Adel. Wie geht's dir stets, ne? Bleib beim Adel. Ich hoffe, alles gut bei dir. Und, morgen Abend gibt's Conan-Film. Die erste. Auf Deutsch sogar, ja? Jetzt auch Spieleberater anschauen? Nö. Wäre doch voll schade. Habe ich das gar nicht drauf, ne? I'm so confused right now. Weswegen, Deliri? Was ist los? Morgen kann ich dann wieder schön gegen dich wetten. Morgen könnt ihr wieder wetten. Ganz oft gegen mich, wenn ihr wollt. Ja, ganz viele wetten. Ah, das wird bestimmt witzig morgen, ja? Und ich freue mich sehr auf den Filmabend. Und dann übermorgen 12 Uhr? Erstmal ein bisschen Chrono-Trigger, ja? Tut mir leid, Chat. Ach, ist doch nicht schlimm. Ist halt so passiert, ne? War doch ein trotzdem spaßiger, cooler Stream, denke ich. War halt fun. Jetzt soll mal was zu erzwingen. Ich habe immer das Gefühl, man muss auch nicht unbedingt was erzwingen. Ach ja, das ist ein Ding. Schaut euch mal die Box an. Seht ihr die? Warum auch immer. Man ist hier noch mal drin. Man kann hier noch mal spielen. Aber manche Welten sind als abgeschlossen gezählt. Seht ihr das? Sind das, weil ich dort alle Items habe? Das ist vorher nicht der Fall. Aber hier hat man noch mal so ein bisschen was. Übrigens, ich bewege meine Maus ganz wenig. Auch wieder so ein krasses Ding mit der Kamera. Wildes Ding. Das ist dein bestes gegeben, Shining? Ja. Jetzt werde ich erschossen. Ach, Quatsch. Aber ja, Guys. Danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns morgen früh. Bis dahin. Mehr auf VOD-Channel. Gibt viel Zeug von Apollo Justice. Gönnt euch. Oder andere Kingdom Hearts Randos, wie ihr wollt. Und bis morgen dann, ihr Hübschen. Tschö, tschö. Das ist ja Hatsune Miku.